wir haben sehr schön gewohnt vorher. Das zweite Kind war am Weg, das heißt, wir haben einfach ein bisschen was Größeres gesucht. Wir haben dann sehr lange Wohnungen gesucht, Wohnungen mit Garten gesucht. Das wäre halt super gewesen für die Kinder. Wir haben ja den Grund da geerbt, ich und mein Bruder. Und mein Bruder war so nett, dass er gesagt hat, naja, er braucht ihn eigentlich nicht, weil er wohnt sehr schön. Und hat gesagt, er gibt mir die Hälften. Und dann war eben für uns die Möglichkeit da, dass wir bauen können. Grundidee war einmal Bungalow. Und irgendwie sind wir nachher auf das Mehrgenerationenhaus gekommen, das wollen wir schon bauen. Wer weiß, wie das in der Zukunft ist, ob man sich das dann noch leisten kann oder ob das überhaupt noch möglich ist. Dass man einfach gleich was für mehrere Generationen baut, dass die Kinder dann auch irgendwann einmal mit uns einziehen können, wieder oder bleiben. Und der Baustoff Holz war für uns eigentlich auch von Anfang an klar. The sun is shining 24/7, 'cause when we're together, it feels like we're in heaven if it will get dark. Regionalität und Nachhaltigkeit spielen für viele Menschen eine immer größere Rolle, aber nicht nur wenn es um Inneneinrichtung geht, um den Kauf von Möbeln, sondern auch generell beim Häuselbau. Und ein Werkstoff, der sich da immer größere Beliebtheit erfreut, ist der Werkstoff Holz. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Green Living, dem nachhaltigen Wohnmagazin der Salzburger AG. Einer, der sich hier seinen tollen Häuseltraum, seinen Holztraum erfüllt hat, mitten in Salzburg, ist der Gerwin. Und er wird uns jetzt zeigen, warum sein Haus besonders nachhaltig, energieeffizient und extrem gemütlich ist. Gerwin Andreas wohnt hier in Salzburg-Pasch mit seiner Frau und den zwei Kindern auf 220 Quadratmeter Wohnfläche. Ein Familienidyll mit großem Garten und viel Entfaltungsmöglichkeiten. Jetzt sind wir in unserem Wohnbereich bzw. Essbereich und Küche. Das ist eigentlich da, wo sich alles trifft bei uns. Ihr habt wirklich das mit dem Holz komplett durchgezogen. Warum ist bei euch so diese Liebe zum Holz vorhanden? Wow, ja, ich glaube einfach, Holz ist ein brutal guter Rohstoff. Und ich habe Holzbau studiert gehabt. Ich bin zwar jetzt nicht in der Praxis ein Holzbauer, aber trotzdem ja, finde ich einfach den Rohstoff genial. Und ja, mir gefällt es. Hast du dann beim Hausbau selber auch sehr viel, sag ich mal, Hand angelegt oder hast du bauen lassen? Nein, ich habe schon zum Großteil bauen lassen. Ich habe natürlich mitgeholfen, wo es gegangen ist. Also bei den Zimmerern ein bisschen, weil es einfach Spaß macht, da die Arbeit. Und ja, so Sachen Boden gelegt und natürlich die kleinen Sachen. Aber im Großen und Ganzen habe ich bauen lassen. Ja. Mhm. Ist ja leider beruflich nicht anders ausgegangen. Was bei Gerwin sein Haus einfach super war, dass er aus der Holzbranche kommt und ein Verständnis für den Holzbau hat und ein Verständnis für das Material hat. Und ein Verständnis dafür gehabt hat, wie kompromisslos man gewisse Details ausarbeiten und durchziehen muss. Es wächst das Holz bei uns in unserem Land in Österreich nachhaltig nach, können das dort nutzen. Das heißt, es ist eine sehr hohe Wertschöpfung, die wir da haben. Anderer Vorteil vom Holz ist, es ist ein Baustoff, der an sich schon sehr, sehr gute Dämmeigenschaften hat. Also es ist nicht nur dann das Holz eine tragende Struktur, sondern es ist auch gleichzeitig eine wärmedämmende Struktur. Und es hat bauphysikalisch auch andere Riesenvorteile, die wir da im Holz sehen. Und was auch einfach ein Thema ist, was wir sehr stark verfolgen, das ist, dass wir uns wirklich zur Gänze von chemischem Holzschutz distanzieren. Bevor wir jetzt weiterschauen, bei der Küche, was war euch da wichtig? Die Fronten in Schwarz, das ist ja ganz cool. Bei uns war einfach wichtig, eine Standardküche, nicht da jetzt irgendwie groß viel Geld ausgeben für die Küche, weil wir haben zwei kleine Kinder und da werden natürlich Sachen kaputt. Und ja, wenn die Kinder mal draußen sind, dann können wir uns eine teure Küche holen. Das ist ein guter Plan. Ja, dann schauen wir vielleicht einmal weiter. Ja, klar. Ja? Das ist da, wo wir ja, essen, unser Essbereich. Wir haben das alles relativ offen gestaltet. Und dann haben wir da unseren Wohnbereich. Oh,
Aber es ist gleich, wenn man die Holzwand hat, es ist einfach gleich so viel gemütlicher, gell? Heimelig. Total heimelig, kuschelig. Ja, voll. Und einen lässigen Ofen habt ihr auch da. Ja, genau. Das ist Teil unseres Heizungskonzepts. Also wir heizen mit dem Ofen unser Warmwasser. Also das heißt, wenn unser Photovoltaik nicht genug elektrische Energie abgibt, dass wir unser Warmwasser heizen, dann haben wir noch einen Ofen. Der hat eine Wassertasche und ja, mit der Wassertasche heizen wir unser Warmwasser. Mhm. Für alle, die jetzt nicht genau wissen, wie das mit der Wassertasche funktioniert. Also im Prinzip, wir machen da drin ein Feuer und das Wasser zirkuliert im Ofen drinnen und wird dadurch aufgewärmt. Und wir haben einen riesen Pufferspeicher, der hat, ja, müssen wir jetzt den Stefan fragen, aber ich glaube, der hat 3000 Liter. Mhm. Und da ist nachher dieses warme Wasser drin gespeichert und das zirkuliert nachher einerseits als Heizung im Boden und andererseits über einen Wärmetauscher für unser Warmwasser, was wir zum Duschen und ja, zum Waschen brauchen. Jetzt geht's für uns hinauf ins erste Stockwerk, den Schlafbereich der Familie. Ich sehe schon, ihr habt genügend Platz. Ja, man kann nie genug Platz haben. Wir haben uns halt gedacht, dass wir den Gang eigentlich minimieren und haben das gleich als Kleiderschrank genutzt, beziehungsweise ja, super, der Christoph, unser Architekt, hat sich das überlegt. Schaut ja klasse aus mit den Stangen. Ja, das war dann auch meine Idee, da ein bisschen Do-it-yourself-Stuff zu machen. Und die Idee ist eben, dass es eigentlich immer privater wird, der ganze Raum. Schauen wir ins Bad. Das Badezimmer, sehr schön. Schöne Fliesen. Ja, da war eigentlich die Idee, dass wir ein getrenntes Badezimmer haben mit den Jungs. Und ja, dass jeder sein eigenes Waschbecken hat, wo jeder sein Krimskrams machen kann. Und dann haben wir noch eine schöne, große, begehbare Dusche. Und der Elise war ganz wichtig, dass wir Badewanne haben. Da sind wir jetzt in unserem Schlafzimmer. Da war eben die Idee, dass man einfach immer privater wird, wenn man reinkommt. Und dann als Highlight das Schlafzimmer. Da sind wir jetzt in einem von den Kinderzimmern. Momentan schlafen sie gerade. Ein richtiger Kindertraum. Sehr cool. Ja, momentan sind sie gerade noch so klar, dass sie eigentlich zusammen in einem Zimmer schlafen. Und, was habt ihr euch da überlegt? Was ist da? Das ist dann für später mal, wenn die Kids größer werden, dass sie nachher eigentlich zweigeschossige Kinderzimmer haben. Also dass sie so eine Art Galerie oben haben. Und dann werden wir da Stiegen herbauen und dann geht man halt so rundum in den Raum rein. Und dann können sie oben zum Beispiel an ein Bett hinstellen. Das ist eine super Idee. Herunten Schreibtisch oder spielen. Und jeder kann sich zurückziehen, wenn er mal ein bisschen Ruhe braucht. Genau. Also wie der Gerwin auf uns zugekommen ist, war eigentlich ja die klassische, einfache Aufgabe Grundstück Wohnhaus. Und dann sind wir halt dort in diesen Planungsprozess eingestiegen, was einfach beim Bauherrn in dem Fall bei Gerwin super war, dass er uns Riesenvertrauen geschenkt hat und auch die Philosophie versteht, die dann bei uns dahinter steht. Also wir versuchen dann die Projekte dahingehend zu entwickeln, dass sie jetzt nicht nur punktuell für die nächsten 20 Jahre, sag jetzt einmal, oder 10 Jahre die Aufgabe lösen oder die Anforderungen, sondern was passiert darüber hinaus. Sprich, wir haben einfach die riesen Themen. Baugrundstücke werden immer knapper, das ist das eine. Das zweite ist unleistbar. Das kann sich eigentlich in unseren Gebieten keiner mehr leisten. Und darum sind wir einfach der Meinung, dass es wichtig ist, dass Grundstücke auch in der zweiten Generation auch funktionieren. Sprich, dass man die Häuser dann adaptieren kann. Und dass sie dann in der zweiten Generation auch Platz findet. Und den Gedankengang, den hat der Bauherr und in dem Fall der Gerwin sofort verstanden und ist diesen Schritt mit großem Vertrauen mitgegangen. Ja. Gut durchdacht und langfristig geplant auf die nächsten Jahrzehnte. Unter diesem Motto geht's in das zweite Obergeschoss. Matti, es ist aber wirklich extrem großer, klasse Raum. Die Idee war eigentlich ganz am Anfang gar nicht so da, dass wir den Raum haben. Also wir wollten eigentlich zweigeschossig bleiben, aber der Christoph hat nachher gesagt, wir können den Knierstock anheben und dann entsteht eigentlich der extrem coole Raum da herum. Ja, extrem cool und vor allem extrem groß. Von der Beleuchtung her war da irgendwie ein Punkt, wo du sagst, auf das haben wir schon geschaut? Ja, unbedingt geschaut drauf. Nee, ich glaube, es ist eh schon Standard, dass man eigentlich LED-Lampen verwendet, weil die sind halt um einiges energieeffizienter.
Und das war uns wichtig, dass wir halt überall LED verbauen. Wer selbst viel Wert auf Nachhaltigkeit legt, braucht auch ein Architektenteam um sich, das dieses Thema lebt. Christoph Mösel und seine Brüder von M3 in Abersee haben ihr Büro im Heizwerk der Schwiegereltern, das die umliegenden Häuser mit Wärmeenergie versorgt. Zu Terminen geht's bei Ihnen nur mehr per E-Auto. Ich brauche zu keiner Tankstimme zu, bevor eine Stimme daherdockt und funktioniert sehr, sehr gut. Und die Philosophie dahinter ist dahingehend, dass wir versuchen, den ganzen Betrieb energieneutral, sage ich jetzt einmal, zu bekommen. Wir schaffen es nicht autark, weil wir das einfach nur nicht alle speichern können, aber wir schaffen jetzt in den nächsten Jahren eine große PV-Anlage da an dem Gelände, wo wir dann den Strom, den wir brauchen, in Summe auch selbst erzeugen und somit da energieneutral unterwegs sind. Ja. Kommen wir jetzt auf unseren wind- und wettergeschützten Bereich, unseren Außenbereich, zur Terrasse. Das ist auch wichtig, gell? Das mit dem überdachten Balkon. Ja, genau, mit dem Grillen wird schwierig, aber sonst passt. Ja gut, dafür habt ihr einen schicken Garten. Sehr schönen Garten habt ihr. Ja, recht einen großen Garten eigentlich. Das mitten in Salzburg können wir uns recht glücklich schätzen. Ja, viel Spielfläche für die Kinder. Genau, ja, mit zwei Wurm, die brauchen das. Prinzipiell haben wir uns da so eine Art Pergola, dass der Wein, der wächst dann in den nächsten Jahren hoffentlich dann da drüber. Und im Winter verliert er die Blätter. Das heißt, im Winter kann die Sonne direkt auf den Raum streuen. Herrlich. Und heizt eigentlich das passiv auf. Und im Sommer haben wir natürlich Abschattung. Gerwin, vielen Dank. Ein wunderschönes Holzhaus habt ihr hier mitten in der Stadt Salzburg. Energieeffizient, nachhaltig und mit einer super Photovoltaikanlage auf dem Dach. Und wenn Sie sich für Themen rund um Photovoltaikanlagen, Energieeffizienz oder Nachhaltigkeit interessieren, klicken Sie gerne auf unsere Website. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe von Green Living. Bis zum nächsten Mal.